Wir haben ja in unserem Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Landesregierung gemeinsam mit den Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit einen Zukunftsplan Jugend erarbeitet, der mittelfristige Ziele und Projekte sowie die finanziellen Rahmenbedingungen der Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg beinhaltet. Und ich freue mich, dass wir in einem breiten Beteiligungsprozess gemeinsam mit diesen Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und den kommunalen Landesverbänden unter wissenschaftlicher Begleitung den Zukunftsplan Jugend erarbeiten konnten und wir ihn heute vom Ministerrat beschlossen haben. Sein Ergebnis sind Leitlinien für die Kinder- und Jugendpolitik, die der Zukunft dieser Politik eine Orientierung geben sollen. Und wir mit der Unterzeichnung sagen wir den Verbänden und Trägern der außerschulischen Jugendbildung auch einen finanziellen, verlässlichen Rahmen bis 2016 zu. Und ich freue mich, dass wir heute dann dieses Ergebnis feierlich unterzeichnen können. Herzlichen Dank.